Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Tja, das habe ich davon, wenn ich Videos aufnehme, während ich gleichzeitig noch die Videos render. Denn leider habe ich den Anfang dieser Folge verloren. Und ich zeige euch jetzt, was ich gesammelt habe. Denn, nachdem wir den ersten Stern gesammelt haben, können wir drei weitere geheime Boxen finden. Die erste, die ist hier unten. Ihr seht schon, wo die ist. Hier oben. Man muss nämlich einfach warten, bis der irgendwann hier hinrennt. Klock. Könnte da oben ein Item bekommen. Ich weiß nicht genau, welches Item es ist. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich habe ein paar Items gekauft. Ein paar, auch die Latzhose habe ich gemerkt. Die normale Hose ist für Mello gedacht. Und die Latzhose für Mario. Das heißt, die normale Hose hat doch einen Sinn. Aber halt nur für Mello. Genau, ich habe noch ein paar High-Items gekauft. Sirup und Pilze und alles. Genau, ich habe gesagt, es gibt drei Hidden Chests. Das war die erste. Die zweite befindet sich hier oben. Der Tod ist auf einmal jetzt da, nachdem man den ersten Boss des Spiels besiegt hat. Zack, da oben ist eine Truhe. Genau. Und für das dritte Ding rennen wir hier erstmal raus vom Schloss. Nachdem wir alles eingekauft haben und was wir alles haben wollten, haben wir alles. Es tut mir wirklich leid, es wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich step down mein Game. Mach alles ein bisschen ruhiger. Egal, dann haben wir zumindest jetzt mehr Zeit für diese Folge, weil die Folge war wie 15 Minuten und ich habe einfach größtenteils nur ausprobiert. Was habe ich ausprobiert? Das zeige ich euch dann gleich. Kann ich zumindest die Folge ein bisschen effizienter jetzt gestalten. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und nein, keine Sorge, ich habe nichts Storymäßiges jetzt irgendwie gemacht, wo ich jetzt auch nochmal so tun muss, als hätte ich es nicht gewusst. Genau, hier oben ist nämlich noch eine Chest. Man muss einfach nur so springen, zack, kommt man dran und dann hat man's. Genau. Ich habe außerdem noch... Oh, verdammt, das fällt mir jetzt auch ein. Ich habe diesem Typen im Laden, diesem alten Opa im Laden, habe ich das Item gegeben. Schau an, der kleine Mello. Was hat dich so lange aufgehalten? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Schauen Sie, ich habe meinen Groschen wieder. Oh, gut gemacht, kleiner Mann. Dann einen Moment nur. So, hier ist das gute Stück. Ob auch, dass ihn keiner stiehlt oder auf ist. Da kann dein Opa Grillenkuchen erhalten. Danke, und das werde ich. Mann, nochmal vielen Dank. Mein Opa wird Luftsprünge machen vor Freude. Okidoki. Und dann haben wir einen Grillenkuchen draus bekommen. Ein appetitlich aussehender Kuchen. Genau, Mello hat nämlich sein Ding, was er abgeben wollte, da abgegeben. Wie auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht blende ich euch das mal ein, wie das ungefähr ausgesehen hätte, wenn ich dran denke. Ich habe ausgesehen beim Fluss Krösus, ohne Witz, ich hasse dieses Minigame. Ich werde es euch einmal zeigen, aber ich euch gezeigt habe. Genau, bei dem ist es nämlich so, dass ich 44 Stück hatte, ne? Und der meinte, bei 60 gibt er uns was. Dann habe ich einmal gemacht, habe ich wieder versaut. Aber dann hat er auf einmal gesagt, 80 Münzen. Und dann habe ich aber das beim dritten Durchgang endlich geschafft. Und dann ist er nicht nochmal höher gegangen. Keine Ahnung, ein bisschen seltsam, wie das hier funktioniert. Auf jeden Fall, es kommt immer das hier wieder, es kommt immer jedes Mal diese Anleitung. Weg damit. Genau, was ich euch auf jeden Fall hier noch zeigen möchte, ist eine Höhle, die ich hier betreten habe. Ja, ich habe jetzt keine Münzen ein. Ich habe diese eine Froschmütze schon gesammelt. So. Und zwar werden wir hier nach links gehen. Ich glaube, stimmt. Hier auf dem Weg nach unten gab es irgendwo auf der rechten Seite auch nochmal eine Froschmünze. Ich müsste die jetzt eigentlich alle haben. Und... Oh, das war die falsche Höhle. Verdammt, Mann. Warte, wo komme ich jetzt raus? Ja, die Blume kriegt man jetzt, glaube ich, nicht. Weil wenn man einmal was gesammelt hat, dann despawnen die anderen Items, dass man die halt nicht bekommen kann. Also kein zweites Mal bekommen kann. Ich glaube, das wird jetzt auch gezeigt, oder? Müssen wir sehen, ob es hier gezeigt wird. Ja, da wird es gezeigt. Es gibt immer ein alternatives Ende. Ah, ist das blöd, oder? Jetzt komme ich auf der rechten Seite raus. Hier will ich gar nicht sein. Ah, nee. Hier ist komplett falsch. Okay, wartet kurz. Okay, nochmal restartet. Ich bin jetzt in Depth gefühlt in diesem Spiel. Ich habe richtige Geldprobleme jetzt. Aber egal. Auf jeden Fall hier links waren wir noch nicht drin. Also zumindest jetzt nicht in dieser Version der Folge. Auf jeden Fall, ja. Hier kriegt man nochmal zwei Münzen. Die werden jetzt extra nicht eingesammelt, weil ich hier schon habe. Ah, wir können schön sehen, wie der kleine Mini-Gumba hier gemobbt wird von dem Fisch. Genau, die beiden Münzen hätte man eigentlich eingesammelt bekommen, aber
nicht beim zweiten Mal. Dann werden die einfach weggeworfen. So. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn wir hier nach rechts, glaube ich. Ja, genau, wenn wir hier nach rechts gehen, da gab es hier auch nochmal eine Münze. Dann kann ich mich erinnern. Also, ja, ich sag euch mal, damit ihr Bescheid wisst. So. Genau, und dann kann man halt für die restlichen Münzen, die man hier in diesem Minigame schafft, auch nochmal eine Münze finden. Und wofür wir diese Münzen gebrauchen können, das zeige ich euch jetzt. Oh, schaut mal. Ich kriege sogar jetzt noch einen Froschgroschen. Oder? Ah, nee, doch nicht. Ja? Okay, komisch. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, diese blöden Wasserfahrten hier sind unschön. Ich habe jetzt meinen Übergang kaputt gemacht, aber ist auch egal. Ich wollte einfach nur sagen, ich mag nicht, wie das sich das steuert. Das muss man erstmal lernen alles. Ich habe übrigens herausgefunden, dass wenn man die Schultertasten reindrückt, kann man einfach ganz normal gehen, statt dass man ständig rennt. Interessant. Genau, hier links gibt es nochmal zwei Quarkfarben, die mit einem reden wollen. Willkommen, willkommen. Dies ist der Froschgroschenmarkt. Der hat hier so komische Sachen. Und ja, ihr seht schon, hier können wir unsere Froschmünzen ausgeben. Ich weiß nicht, ob ich die kaufen soll, die Sachen. Ich verstehe noch nicht so ganz. Ich lasse sie erstmal hier liegen. Und hier noch einen. Dies hier ist der Uferschenkel. Was hättest du denn gerne? Für Leute, die keine Mitgliedskarte haben, gebe ich nur einen Drink aus. Die Carbonade. Habe ich mir direkt mal zwei geholt. Grüß dich. Toll, dass du in unserer schönen Uferschenke eingehst. Ich bin die Schenkenchefin hier. Wusstest du eigentlich schon, dass der große Toadsart Stammgast bei uns ist? Für Gäste ohne Mitgliedskarte hätten wir dieses dezent reduzierte Sortiment an Getränken anzubieten. Also nur diesen einen Trank hier. Oder einen oder so. Ja, der möchte auf jeden Fall eine Mitgliedskarte sehen. Das sagt er beim ersten Mal. So, und ab hier gibt's so ein... Oh, den gibt's ja noch. Hi. Mein liebstes Musikstück? Na, ist das selbstverständlich. Weise Quarks 18, Weise in Dur. Die geht G-A-E-D-C-D-C-D. Toadsart findet die auch sehr nett. Ja, merkt euch das. Am besten screenshottet das. Das habe ich nämlich auch gemacht. So, und das Einzige, was ich noch nachholen muss, einfach nur dieses Liedstück, was ich hier gemacht habe. Und zwar ist hier oben der gute alte Toadsart. Nicht Mozart, sondern Toadsart. Möchtest du eine kleine Lektion in der Kunst der Musikkomposition von mir? Ja, mach mal. Beginnen wir mit dem Notenlesen, Freund. Siehst du jene fünf Linien dort? Mhm. Zwischen der zweiten und der dritten Linie von oben liegt die Note C. Also da, wo gerade die Kaukappe ist, ist C. Oberhalb von C liegt erst D, dann E. Unter C liegen die Noten H. Also H, A, G und dann F. Zeit, ein Meisterwerk zu komponieren, was auch immer. Ja, okay, ich habe hier extra... Warte, ich muss kurz raussuchen. Ich habe mir hier nämlich... Moment. Okay, ich habe mir jetzt extra so einen ganz kleinen Guide gemacht, wie das ungefähr sein muss. Also, denkt dran, das Lied geht G, A, E, D, C, D, C, D. So. Und von ganz oben links bis ganz unten rechts in die Reihenfolge E, D, C, H, A, G und F. Genau. So, das heißt, wir müssen mit G anfangen. Das ist der Strich unten. Der hier. Okay, was kommt als nächstes? A. A ist das da drüber. Also hier. E ist ganz oben. Moment. So. Dann D. D ist hier. C. D. C. D. Ja. Das ist sie. Nach genau dieser Melodie habe ich gesucht. Vielen Dank für die Inspiration. Bitte nimm dieser Zeichen meiner Wertschätzung an. Eine Altkarte. Sollte ich wieder mal Hilfe beim Komponieren brauchen, werde ich hier auf dich warten. Bis dahin, lebe wohl. Der hat sich gefreut. Aber na gut. So, und was haben wir da jetzt bekommen? Wenn wir mal hier in Items schauen. Spezial-Items. Wir haben einen Grillenkuchen. Und die Altkarte, ein Mitgliedsausweis für die Uferschenke. Und wir wissen ja, wer hier diese Karte sehen möchte.
Unser kleiner, schwimmeriger Freund. Hier drüben, ja. Ja, was heißt denn gerne? Oh, da hast du ja eine Altkarte. Dann bitte, was darf es denn sein? Da hat jetzt, was hat er jetzt? Lurchlimo. Steht 80 Kapitel der Gruppe wieder her. Oha. Ja, mein ganzes Geld ist weg. Eins kann ich mir noch leisten. Genau eins kann ich mir noch leisten. Für eine Münze. Okay, aber damit sollten wir dann alles nachgeholt haben und können jetzt weitermachen. Mit dem Rosenpfad. Hier geht's nämlich weiter. Ist ja schon, das führt mich dann später zu einer Stadt hin, zu einem neuen Dorf. Da will ich auf jeden Fall hin. Also auf geht's. Spring auf diese gelben Plattformen, damit sie dich umher befördern. Während sie blau sind, kannst du nicht von ihnen herunterspringen. Okay. Oh. Oh, das ist cool. Oh, ein Bild. Nehme ich mir Hit. Ich will aufpassen, dass ich nicht aus Cindy Gegner reinfliege. Oh, was? Oh, ich bin jetzt einfach stehen geblieben und hat er mich woanders hingebracht. Danke für die Blume, nehme ich mit. Okay, gibt es verschiedene Orte oder geht es nur noch hier oben? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier oben einen Scheigei gibt, der umher wippt. Wow. Manchmal begegnest du Monster, die stärker sind als andere. Gelingt es dir, so einen Feind zu besiegen, erhältst du extra viele Münzen, Erfahrungspunkte und sogar Froschgroschen. Was? Giftspeichel? Ey! Wow! Arachne, starker Feind. Oh, Gaunling und Scheigei. Ja, also falls ihr eine Arachne 4 habt, ne? Da solltet ihr jetzt wegschauen. Obwohl, vielleicht gefällt euch das ja, wenn ich den jetzt einheize. Fackel ab! Er lebt immer noch. Schau mal, wie traurig Melo ist. Oh. So, Gedankenleser. Was hat die Spinne zu sagen? Okay. Man nennt mich Arachne, denn für Arachja war ich zu pessimistisch. Ach so, Arachja? Nee, Arachne. Oh. Schicksalsklang, ach komm schon. Kumpel. Oh, wirkungslos. Aber, ja. Oh. Good job. Good job. So, nochmal die Feuerblume raushauen. Da muss er sterben. Nein, ich habe einmal nicht A gedrückt. Verdammt. Egal, nicht schlimm. Der Gaunling. Was denkt der sich ja eigentlich? Okay, der hat ein bisschen weniger. Ich darf nicht wegrennen. Ja, die Mario World Musik. Das ist super. Ey, er ist weggerannt. Ich dachte, wir rennen nicht hier weg. Hallo. Oh, Mann. Scheigei. Was denkst du dir dabei, Mario World Musik zu singen? Sollst du nicht mal eine Sekunde lang stillhalten? Miau. Nein. Ah, Melo ist tot. Ich hoffe, wie auch wollen die noch angreifen? Ach, Mario schläft. Das merke ich erst jetzt. Alter. Okay, ich bin wach geworden, zum Glück. Das ist eine gute Frage, was ich jetzt mache. Ja, doch, eigentlich nochmal. Feuerball, in der Hoffnung, dass er jetzt down geht. Der lebt immer noch. Ey, nein, nicht einschlafen. Kumpel, nein, ich sterbe. Nein. Nein. So schockt der Level 4 geht dann. Ja, hä? Auto. Dann nehme ich den Auto. Ich habe nicht gespeichert. Alter, erster Game over einfach schon. Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst. Ich muss zugeben, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Hä? Wer ist das denn jetzt? Löwenmaul. Das sind die ganz andere Gegner. Okay, sehr seltsam, wie das hier funktioniert. Aber okay, dann machen wir euch auch heiß. So, sag mal bitte, wer das ist. Ah, stimmt, jetzt muss ich wieder alle Gegner neu lesen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Ich habe ja viel in diesem Leben gesehen. Okay, schön für dich. Aua. Bitte nicht auf Mario. Nein. Ach, komm schon. Okay, ich muss ehrlich zugeben, heute läuft's nicht so gut. Aber passiert.
Bam, bam. Na, schade. Schade, schade. So, der Scheiger muss doch kurz gelesen werden. Aber wahrscheinlich wird das nicht gespeichert. Was dann mache ich es nochmal? Hör auf mit deinem Schlaf. Ah, ja, ganz toll. Ich kann gar nichts machen. Ganz toll. Ja, heil dich erstmal. Mello kann dich jetzt nicht heilen. Der ist am Pennen. Okay, good job. Nicht good job. Was kann ich jetzt machen? Ich kann... Ja, komm, machen wir mal. Bam, bam. Schön, beide getroffen. Was zum... Daneben, was war das? Es geht alles so schnell ab hier. Okay, Mello ist wieder wach. Good job. So, Mello, Blitzgewitter. Aber warum kann ich da nicht mehr dieses Ausrüstungszeichen bekommen für Mello, wenn das einsetzt? Das verstehe ich nicht. Okay, schade. Ah, obwohl, Mario ist wieder wach. Okay. Ja, ich muss da sehr viele Attacken einsetzen, aber... Die Gegner sind richtig stark. Oder vielleicht habe ich zu wenig gelevelt. Das könnte auch sein. Vielleicht sollte ich wirklich jeden einzelnen Gegner besiegen, aber ist das nicht zu viel? Ich habe das Gefühl, das wäre dann zu viel. Scheiger ist sehr, sehr nervig. Ein sehr, sehr nerviger Gegner. Okay, zumindest ist es nur Mello. Zumindest nicht Mario. Und der kann jetzt plätten. Bitte gib mir ein Level up, das habe ich jetzt nötig. Schade nicht. Oh, jetzt schwingen wir auch mit. Oder oben ist eine Kiste. Ich will die haben. Ich will sie haben. Bin ich da hoch? Achso. Ich dachte ganz kurz, ich muss auf die rechte Seite wieder zurückgehen. Oh, ja. So viel zu, wir rennen nicht weg, ne, Kumpel? Ah, das war sogar der starke Gegner. Oh. Na gut. Dann ist zumindest die Arachne nicht so stark diesmal. Bam! Okay. Achso, die müssen wir nochmal lesen, ne? Ja, ich glaube, die müssen wir nochmal lesen. Ich hoffe, euch stört das hier nicht. Aber so ist halt das Spiel. Aber ich bin wirklich verwundert, dass ich auf einmal so fast tot bin. Ständig. Und dass ich vorhin auch Game Over gegangen bin, ne? Müssen wir auch mal drüber nachdenken. Wie das passieren konnte. Vor allem habe ich auch so viele Heil-Items. Aber manchmal kann man die einfach nicht einsetzen. Bam, bam. So, Spinne tot. Und der Shy Guy leider nicht, weil Mello gefühlt gar kein Damage macht. Aber die Hefe gehen noch echt lang. Nicht, dass das schlecht ist, aber kann ich halt weniger in den Folgen zeigen. Weiß nicht, was haltet ihr denn davon? Ich habe gedacht, das Gleiche. Das, was ich vorspulen kann. Ist ja nervig, wenn der immer nur am Rumsingen ist. Vielleicht gibt es ein Copyright. So, lass mich mal da hoch. Und die Groschen gehören mir. Yeah, aber hier geht's nicht weiter. Es muss woanders weitergehen. Führt er mich noch woanders hin? Ah, na verdammt. Oh. Ich hab die Münze übersehen, aber. Hier oben rechts und ich glaube, an der unteren rechten Ecke gibt's auch noch was. Hey, du da! Direkt weg, ne? Oh, ein starker Löwenmaul. Oh oh. Auf jeden Fall als erstes auf ihn gehen. Ah. Er ist nämlich anfällig dagegen, das ist mir schon klar. Haben wir? Ja, Honigsirup. Lecker Sirup. Okay, abgewehrt. Oh, sehr schön abgewehrt, Mario. Okay, und nochmal. Boah, die haben so viel Leben, ne? Ich würde sagen, das macht gut Damage. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Denn Tothilfe! Ein pinker Stern. Was hab ich da nochmal? Ah, das Glückssternchen. Ah, garantiert für 2 Runden. Da machen wir auf jeden Fall mal Blitzgewitter, weil das kann ich nämlich nicht. Wenn das nämlich garantiert jetzt ist, ja, macht schon ein bisschen mehr Damage. Auch nicht so viel, oder? Mario, altes Haus, bei dir läuft's gerade nicht so gut. Okay, wir machen es folgendermaßen. Mario trinkt einen Sirup? Mhm. Er hält es nur 10, ne? Ist ein bisschen wenig.
Und du machst den KP-Regen auf Mario. Machen wir es so. Dankeschön. Ausweichen. Ausweichen. Good job. Puh. Der ist immer noch nicht fast tot. Wie viel Leben hat er denn bitte? What? Das kann doch nicht sein. Wie lange leben die bitte? Das ist ja schrecklich hier. Der ist fast down. Okay, mache ich den schon mal down, dann ist er schon mal weg vom Fenster. Dankeschön, aber hat den falschen Charakter erwischt. Ah, ich weiß nicht, ich finde Mello so schwach einfach. Wir bräuchten langsam mal entweder was Neues für Mello oder meinen neues Teammitglied, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich glaube, das würde uns jetzt hier noch ein bisschen mehr helfen. Die Schlummerpollen. Okay, man kann aber gut ausweichen, während man schläft. Das ist gut. Ja, was soll ich sagen? Machen wir von dem Sirup. Ich hätte noch mehr davon kaufen müssen. Ein extra Item für dich. Okay. Ja, boah, weiß ich nicht. Du, wärm mal ab. Ich kann nichts mit ihm anfangen. Macht der Sprung mehr? Nee, nicht unbedingt. Na gut. Du bist aber tot. Also, nächste Runde hoffentlich. Down! Yes, endlich! Ein Froschgroschen kriegen wir dafür. Aber nicht mal ein Level Up. Oh, der Lakito da mit dem Shy Guy. Hey, komm da runter! Komm da runter! Hä? W-Stern. Was tut denn W-Stern? Oh Mann. Ja, komm, machen wir einen normalen Angriff. Bam, bam. So, Mello, sag uns mal, wo tut's denn weh, Stern? Warum ist er eigentlich hier im Graslandschaft? Warum ist er nicht im Wasser? Ich wünschte, der Leute würden mich nicht immer beim Cousin verwechseln. Oh, ich gehe mal davon aus, dass dein Cousin im Wasser lebt. Okay, sorry, Bro. War nicht meine Absicht. Aua. Tritt mir einfach ins Gesicht. Geht aber gar nicht. Mello stimmt zu, aber er ist zu glücklich, um das zu... Alter. Ernsthaft, das geht? Warum kann ich Heil-Items einsetzen auf voll geheilte Characters? Wie dumm ist das bitte? Also jetzt mal ganz ehrlich. Wieso geht das? Ja toll, Pilz verschwendet. Alter, das ist sowas, was mich aufregt. Und dass der jetzt die ganze Zeit das Flüssig nimmt? Es reicht. Erholung? Damn, diese Moves. Oh, der arme Mario. Der kleine Remix im Song. Oh Mann. Okay. Der W-Stern, dem tut's einigermaßen weh. Oh, extra Zug. Nehme ich an. Aber reicht nicht. Bitte! Hör auf damit! Es reicht, verdammt! Ching Chang, Walla Walla Bing Bang. Du bist tot, wir können hier endlich gehen. Aber der Lakito hat sich mitgekämpft. Ah, oh, wow, und der spawnt immer neu. Ah, toll, und dann kämpfe ich auch noch gegen den. Aber gegen den muss ich nochmal kämpfen. Es tut mir leid, aber ich... Ja, okay, die rennen weg. Ne, dann rennen wir jetzt auch weg. Flucht! Hui! Das war's. Das war die Flucht. Krass, oder? Ah, der steht wieder hier. Warte. Vielleicht kann ich das so machen, dass die... Nee. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh, fehlgeschlagen. Nö. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht finden wir den irgendwann später nochmal. Ich geh's erstmal weiter. Das dauert nämlich zu lange. Ja, wo bin ich denn jetzt? Okay, da sind W-Sterne überall. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Gott, das ist echt verwirrend. Oh Gott. Hey, du da! Blong, 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 blong. Oh. Hi. Ist klar, oder? Ja, scheinbar müssen wir hier in diesem Bereich des Spiels sehr, sehr viele Kämpfe machen.
kann ich auch nichts für. So ist das Spiel nun mal aufgebaut. Aber das ist zumindest... Aua. Zumindest schon mal ganz gut, dass wir nochmal Toads Hilfe bekommen. Alle kriegen Damage, ne? Das war's doch. Sternstoß. Bam. Nice. Die ist schon mal down. Heil mal bitte Mario. Der kann's gebrauchen. Diese gruseligen Wolke. Ne, sieht ja cool aus. Es ist immer das gleiche mit diesen Chai-Guys. Mit diesen Chiguis. Habt ihr die auch schon mal früher Chiguis genannt? Also ich auf jeden Fall. Kannst du bitte Mario aufwecken? Nein, nicht einschlafen. Aufwecken. Wach werden. Hallo. Oh. Das ist so nervig, Mann. Ich mach nur 2 Damage. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Oh, der arme Mario. Der hat das echt nicht verdient. Komm schon, bitte wach endlich auf. Bitte. Mach's auf Melo. Bitte mach's auf Melo. Nicht auf Mario, bitte. Hab ich kein Item dagegen? Ich hab Status-Effekte. Reinigungssaft. Ich hab nur einen davon. Ich weiß, ob ich den schon nutzen will. Der ist bestimmt eigentlich für Gift und sowas gedacht, oder? Ich meine, okay, immerhin kann ich unten links die Lifestyle ein bisschen auffüllen durch diesen langen Kampf. Ich schätze, das ist etwas. Er geht immer auf Mario, ne? Und ich mache immer 2 Damage. Ja! Oh, Kumpel, das wirst du bereuen, Mario geweckt zu haben! Ja. Bitte gib mir mehr Level. Oh, kein Level ab. Kein Pilz. Wow! Hi, Kumpel! Ciao, Kumpel! Ein weiterer W-Stern! Ich wette, dem würde es weh tun mit einem Blitzgewitter, genau. Oh ja, oh yeah! Nein! Ah! Ich will bloß nicht nochmal kämpfen. Nicht gegen die Shy Guys! Ich will nie wieder gegen einen Shy Guy kämpfen. Das ist mir zu viel. Hey, hey du da, hey du da! Bleib stehen! Ja, er bleibt stehen! Okay, perfekt, perfekt, er ist hier, er ist hier. Ja, wir müssen trotzdem den anderen nochmal killen. Dann los! Bam! So, und jetzt analysieren ihn endlich, den Gauning. Dann haben wir ihn endlich. Nein, daneben! Das kann nicht wahr sein! Alter, und ich sterbe dann auch noch. Alter, das kann nicht wahr sein. Hier, Kristallwasser. Was? Besiegt Untote? Achso, nein. Was war das denn nicht, Item? Oder habe ich das nicht mehr? Oh Gott. Fliehen? Ah, mache ich schon wieder auf. Cool. Cool. Cool, cool. Du kannst mal erkunden. Achso, ja, ja. Aber ich muss das so rum machen. Okay. Sorry, Spiel. Dass ich denn. System kaputt macht. Oh Gott. Nein! Ach komm schon! Also heute läuft's überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich versuch's jetzt immer weiter, ne? Nee, okay, es lohnt sich nicht. Komm. Ich mach's irgendwann offscreen oder irgendwann später oder so. Ich hab da jetzt auch gar keinen Bock mehr drauf. Okay, sind wir jetzt mal durch hier? Oh, ja, wir sind durch. Ich sollte mich mal schnell heilen. Dankeschön. Wir haben nur noch 2 Blütenpunkte. Nehme ich mal kurz den letzten Honigsirup. Okay. Pass auf, Melo, nicht weitergehen. Bowser! Mit Goombas, Magikoopas und seinen neuen Rittern. Ha? Schnabel halten! Ruhe in den Bilgen rein! Budo, Boss meiner Blechkriecher!
Cooper Calabra, Meister meiner Magikoopas. Oh. Und zum guten Schluss Gumphilda, Gebieterin der Gumba-Truppen. Der Moment ist endlich gekommen. Wir holen uns meine Festung zurück. Kämpft und siegt, meine Schergen. Die Brücke ist zwar futsch, aber irgendwie schaffen wir schon auf die andere Seite. Und nun mir noch. Okay, wir müssen 5 von jeder Sorte besiegen. Bowser will seine Festung zurückerobern. Los, Mario. Rosenröhre liegt gleich vor uns. Okay. Dann auf geht's. Ich weiß, wir haben hier nicht alles erkundet, aber vielleicht ist ja auch noch nicht so viel. Vielleicht habe ich auch noch nicht so viel verpasst. Muss ich hoffen. Sonst muss ich hier nochmal zurück. Apropos zurück. Beim nächsten Mal. Okay, macht keinen Sinn, aber egal. Beim nächsten Mal gehen wir dann nach Rosenrote. Ich bin gespannt, was Bowser vorhat. Habe aber auch ein bisschen Angst, denn das sah schon aus nach sehr vielen Gegnern. Bestimmt auch sehr starke Gegner. Also.